Hallo miteinander, ich bin der Stefan Büsse und ich bin jetzt gerade zu Gast beim Gianfranco Salis. Ihr könnt das hören auf Spotify, auf iTunes oder auf YouTube. Das heisst Salis trifft. Ich hoffe nicht mit einer Waffe. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Mit 125'000 Fans auf Facebook, 90'000 Followers auf Instagram und über 50'000 YouTube-Abonnenten. Mit diesen Zahlen ist er mit grossem Abstand der beliebteste Radio- und Fernsehmoderator von der Schweiz im Netz. Seine Stimme ist bereits seit 13 Jahren on air. Nach dem Start im 2005 bei Radio Top und 8 Jahre bei Energy Zürich ist er seit 2 Jahren immer von Dienstag bis Donnerstag mit seiner eigenen Show «Büsser am Mittag» auch auf dem nationalen Sender SRF 3 zu hören. Er hat 3 Abend füllende Comedy-Shows realisiert, beim Radio etliche Sendegefäße seine Stimme und im Fernsehen und an Events sein Gesicht verleiht. Und heute ist er bei mir, bis alles trifft. Ich freue mich riesig drauf. Willkommen, Stefan Büsser. Danke, Gianfranco, merci für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich fühle mich mega geehrt, da jetzt bei dir im Studio zu sein. Noch lustig, der Moderator ist auf Besuch beim Moderator, der bei einem selber auf Besuch ist. Ja, es hat eine leicht absurde Komponenten, aber ich habe natürlich mich jetzt einfach aus Gewohnheit auf meinen Stuhl gesetzt. Ich hoffe, das ist okay. Absolut. Was hörst du eigentlich lieber? Der Comedian, der Moderator ist, oder der Moderator, der Comedian ist? Kommt wie nicht gross drauf an. Also das ist ja etwas, was ich jetzt schon länger doppelspurig mache. Ist übrigens auch das, was ich allen Leuten empfehle, so im Arbeitsalltag findet, boah, es ist unlangweilig. Wenn ihr irgendwie könnt, tönt euch 2 Jobs zu. Weil wenn du den einen anschießt, hast du am nächsten Tag den anderen. Das sorgt für wahnsinnig viel Abwechslung. Und in meinem Fall habe ich jetzt wirklich das grosse Glück, dass ich beide Jobs unheimlich gerne mache. Wie startest du in einen gewöhnlichen Tag? Meistens stehe ich auf. Das ist das Erste, was ich mache. Dann gehe ich mit dem Hund raus und nachher gibt es einen Kaffee und dann fange ich mal an inhalieren und muss meine Physiotherapie machen. Und dabei schaue ich dann meistens schon mal so ein bisschen online am PC ein bisschen Nachrichten durchschauen, sehe, welche Radio habe, was könnten Themen sein etc. Also die Vorbereitung fängt eigentlich schon daheim an. Also du lebst mit zystischer Fibrose, habe ich es richtig ausgedrückt? Das ist eine Erbkrankheit, die deine Lungen zerstört. Was kannst du dazu sagen? Wie gehst du damit um? Ja, gut, ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Gell? Wir leben seit 33 Jahren miteinander, die Krankheit und ich. Also von dem her ist das ja nicht mehr ganz neu, sondern ich mache das schon das Leben lang. Das ist eine Krankheit, ja, die Schleim produziert auf der Lunge und dann muss man abhusten. Und für das macht man eben inhalieren, Physiotherapie am Morgen etc. Und das mache ich jeden Tag und am Abend dann nochmal, bevor ich ins Bett gehe. Viele Promis, die so eine Krankheit haben, bringen früher oder später ihr Buch raus. Wann lesen wir das? Ich weiss nicht. Also ich habe ja auch schon geschrieben im Leben. Also ich habe ja unter anderem bei Zeitungen geschafft. Also schreiben könnte ich theoretisch. Bis jetzt habe ich aber nur Comedy-Programm geschrieben. Also ich finde irgendwie, im Lustigen bin ich eben noch ein bisschen stärker als im Ernsten. Ich will jetzt nicht ausschliessen, dass ich nie ein Buch schreibe. Es wäre dann aber sicher nicht ein Schicksalsbuch über eine Krankheit. Sondern ich glaube, ich bin eher der, der das Leben positiv sieht. Und es wäre dann wahrscheinlich eher ein Motivationsbuch als irgendeine Schicksalsgeschichte. Was hat dich motiviert oder angetrieben, deinen Weg zu gehen? Ich meine, du bist jetzt 15 Jahre bald unterwegs. Als Radiomoderator kennt man dich schon so lange. Und in der Zwischenzeit eben auch in Fernsehgefäßen, an grösseren Events auf der Bühne. Was hat dich angetrieben? Ja, ich könnte jetzt da natürlich tief philosophisch gehen, aber ich kann es auch ganz einfach sagen, ich kann nichts anders. Also es ist wirklich so, ich glaube, man könnte mich nicht in vielem anderen brauchen. Also ich habe zwar das KV gemacht, aber sehr schnell gemerkt, also gerade mit Zahlen, wenn es dann irgendwie um Abrechnungen geht und so, da bin ich definitiv der Falsche. Und darum habe ich dann relativ schnell mal für mich entschieden, das muss irgendwie in den Kreativbereich hineingehen. Viele sind natürlich kreativ und wollen ihren Weg dort gehen. Und ich habe jetzt große Glück gehabt, dass meine Kreativität zusammen mit meinem Fleiss, glaube ich, dann tatsächlich dazu geführt haben, dass ich heute jeden Tag kann aufstehen und meinen Traumjob machen kann. Das ist ja absolute Erfüllung, oder? Wenn du den Traum kannst... Ja, es ist Erfüllung und Gefahr gleichzeitig manchmal ein bisschen, weil man neigt durch das, und das ist bei mir wirklich auch ein Thema, man neigt dann ein bisschen dazu, mehr zu machen, als einem eigentlich gut tut. Also ja, ich arbeite definitiv mehr, als dass ich eigentlich sollte. Mein Arzt sagt auch immer wieder, es wäre jetzt dann, glaube ich, mal gut. Man könnte jetzt auch mal auf ein normales Mass runtergehen, aber ich mache einfach alles huere gern und die Gefahr ist halt, dass man dann irgendwann ausbrennt und ich hoffe, ich merke es vorher. Und gibt es gleich einen Moment, wenn du zurückschaust, wo du hast beissen musst?
Ich bin so ein Schubweisschaffer. Also jetzt zum Beispiel, die letzten zwei Wochen haben wir da Comedy-Woche gehabt bei SRF und da habe ich wirklich jeden Abend bis irgendwie um 12 Uhr eins geschafft und am nächsten Tag ist es wieder in die Vorbereitung für das nächste Projekt gegangen und so. Und dann merkt man dann schon am Ende von diesen zwei Wochen, jetzt ist der Körper dann langsam am Punkt, wo er findet, das muss jetzt eigentlich so nicht mehr sein. Aber nachher gebe ich mir immer wieder 3-4 Tage ein bisschen Auszeit, wo ich normal arbeite und dann nachher kann ich auch wieder mehr Schub geben. Beschreib mal den schlimmsten Tag, den du je erlebt hast. Oh, der schlimmste Tag, den ich je erlebt habe? Ich glaube, den schlimmsten Tag ever hat es so nicht gegeben. Nein. Einer der unangenehmeren Tage ist mein letzter Arbeitstag bei Energy. Weil das natürlich zum einen sehr emotional war, nach 8 Jahren dort zu gehen. Plus ist dazu gekommen, ja, dass es dort dann irgendwie ja, einfach auch schwierig war, nach dieser Zeit irgendwie auseinanderzugehen. Und auf beiden Seiten sind irgendwie dann noch kurz ein bisschen Bad Feelings aufgekommen. Und das hat an beiden Seiten irgendwie, glaube ich, ein bisschen weh getan. Und mittlerweile ist das aber alles wieder gut. Und ich kann wieder ins Kaffee bei Energy laufen und freue mich unheimlich fest, all die Menschen dort zu sehen und bin natürlich super glücklich jetzt hier bei SRF 3. Gibt es irgendein Ereignis, Stefan, wo du rückblickend sagst, ich kann nicht glauben, dass ich das gepackt habe? Ja, also es gibt mehrere so kleine Ereignisse, jetzt nicht so das ganz Grosse. Das fängt an bei den Swiss Music Awards, wo das Hallenstadion irgendwie draussen wartet, mit einem Publikum, das nicht gerade das Einfachste ist, lauter Prominente und Musiker, wo eigentlich ja nur darauf warten, dass du da vorne irgendwie scheiterst und sie wollen eigentlich nur ihre Preise abholen und möglichst wieder schnell gehen. Und gleichzeitig hast du noch ein Fernsehpublikum zuhause, das gut unterhalten werden will und du hast selber noch nie großes Live-Fernsehen gemacht. Das ist schon so ein Moment gewesen, wo ich im Nachhinein dachte, okay, das ist jetzt cool, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ja. Wie kann man das verstehen? Du machst sehr erfolgreich den Best-of-Verschnitt von Bachelor und dein neuestes Comedy-Programm heisst Masterarbeit. Schlummert da irgendein Student in dir? Nein, für das bin ich wirklich zu dumm. Es ist auch schade, aber also, nein, nicht mal zu dumm, glaube ich, sondern einfach zu faul. Ich hätte ja durchaus, glaube ich, das Hirnpotenzial gehabt, mal in den richtigen akademischen Weg zu gehen. Ich habe zum Beispiel Gymi-Prüfung gemacht, ohne nur eine Sekunde dafür zu lernen und habe sie bestanden. Und bin aber nur an die Gymi-Prüfung gegangen, weil man für die zwei Tage schulfrei bekommen hat. Und ich habe die Schule so fest gehasst, dass ich an Gymi Prüfung gegangen bin, nur damit ich nicht in die Schule muss. Jetzt habe ich das eigentlich noch bestanden, habe ich dann einen Brief schreiben müssen, hey, ich komme dann übrigens nicht. Das haben sie mässig lustig gefunden. Sie haben dann gefunden, das sei eigentlich nicht ein Joke, man müsste dann eigentlich schon kommen. Aber eben, das ist für Schule und Lernen ist irgendwie nie meins gewesen. Ich kann immer kreativ sein und arbeiten. Als Radiomoderator, da schaffst du ja eine Weile lang, bis du wirklich von dem kannst leben, oder? Mhm. Also, das machen wir sicher nicht wegen dem Geld. Nein. Was ist deine Motivation gewesen für diesen Job? Die Leidenschaft, ganz einfach. Also das kennst du auch. Also man wird weder reich damit, noch wahnsinnig berühmt. Also die Zeiten, wo Radiomoderatoren Ikonen gsi sind, die sind definitiv auch vorbei. Aber Radio hat einfach etwas wahnsinnig Spezielles, oder? Leute, die jetzt zum Beispiel die Sendung hören, die uns beide noch nie gesehen haben, stellen sich jetzt zwei wahnsinnig attraktive Männer vor, die in ein Mikrofon reden. Und in der Realität sieht es dann doch 180 Grad anders aus. Und das finde ich... Bisschen, wir sehen doch gut aus. Ja, in der eigenen Wahrnehmung. Ja. Nein, das ist ja schön am Radio. Du kannst Bilder kreieren. Du bist bei jedem im Kopf etwas anderes. Und das finde ich unheimlich schön am Radio. Du hast unglaublich viele Likes. Alle sicher ehrlich generiert worden. Was haltest du eigentlich von Leuten, die Likes kaufen? Oh, mein Beileid. Also das berührt mich wirklich nur peripher. Im ersten Moment ärgert es dich, wenn du siehst, dass irgendwie dumme Medien dann darauf ausspringen und Leute hypen, die eben sich den Erfolg sozusagen erkauft haben. Das hebt aber in der Regel ja nicht lang. Also es ist ja immer lustig, wenn du, ich habe das ja auch, die kommentieren ja dann immer bei mir, so sogenannte Influencer, in der Hoffnung, sie könnten dort auch noch ein paar Fans abgraben, oder? Und dann nachher gehst du mal ihre Bilder anschauen, sie haben irgendwie 40'000 Fans auf ihrem Profil und haben dann aber 200 Likes und dann weißt du, gut, das ist alles gekauft, oder? Also von dem her, das ist relativ durchschaubar und die Firmen und auch die Medien haben zum Glück mittlerweile schnell gemerkt, wer ist wirklich beliebt bei den Leuten und hat eben einen Einfluss und ist Influencer und wer nicht. Du bist es definitiv, du bist auch sehr erfolgreich. Büssi, was bedeutet dir Erfolg?
Da muss ich noch ganz schnell anhängen, dass ich nicht Influencer bin. Zumindest in meiner Definition nicht. Du hast natürlich grundsätzlich schon recht, was Zahlen angeht. Aber Influencer machen ja Werbung, verkaufen Produkte. Das ist mir verboten als SRF-Mitarbeiter. Damit bin ich per se kein Influencer. Also ich kann zwar einen Einfluss, aber ich kann jetzt kein Produkt bewerben etc. Ich kann leider auch kein Geld mit dem machen. Es gibt eine schöne Summe wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite muss ich mich nicht verkaufen. Da bin ich auch noch dankbar dafür. Erfolg ist wirklich eigentlich der Luxus, jeden Tag können das zu machen, was man will. Wie erklärst du dir das Phänomen, dass Stand-up-Szene so floriert? Ich meine, wenn du so ein bisschen rumschaust, jeder macht einen auf Stand-up-Comedian. Also vielleicht anders gefragt, weißt, was unterscheidet einen guten Stand-up-Comedian, wie du einer bist, also mit Potenzial, von einem, der schwach ist? Also die Wertung ist halt immer sehr individuell, weil Humor immer individuell ist. Darum mag ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht werten. Warum das Genre so gut funktioniert, glaube ich, ist zum einen, weil Stand-Up sehr aus dem Leben ist. Das sind wirklich Geschichten, die halt aus dem Leben sind. Der Emil hat damals eigentlich auch Stand-Up gemacht. Es ist halt einfach mehr ein Nummerentheater gewesen. Aber das Killerli von Wasser, das hat jeder einmal erlebt. Oder? Da ist jeder irgendwie zehnmal vorbeigefahren, jetzt kommt das hure Killerli schon wieder. Oder? Und das ist eigentlich auch Stand-Up gewesen, nur ist er halt gesessen dabei. Die Form Stand-Up kommt aus dem Amerikanischen, hat sich in den letzten paar Jahren vor allem in Deutschland etabliert. Bei uns hat es ganz wenige gegeben, die das gemacht haben. Der Claudio Zuccolini war sicher so der erste Stand-Upper, der kommerziell erfolgreich war in der Schweiz. Und ganz viele Junge haben halt jetzt Netflix und sehen all die Stand-Upper, Ricky Gervais, Louis C.K. etc., wie die abräumen. Und eifern dem dann nach. Das ist natürlich durch die Vorbilder wahrscheinlich jetzt auch so gross geworden. Was ist der beste Witz, den du von denen je gehört hast? Uff, einen alleine rauszunehmen, ist jetzt wirklich schwierig. Ich finde grundsätzlich den Ricky Gervais, wie ich es jetzt gerade als letztes gesehen habe, einfach unheimlich gut. Einen einzelnen Witz kannst du jetzt da nicht rausnehmen, weil das natürlich immer Geschichten sind. Stand-Up erzählt immer Geschichten. Ich finde, er hat ein paar sensationelle One-Diner gehabt in seinen Golden Globes-Moderationen, die er gemacht hat. Und über die erzählt er vor allem auch im neuen Programm, wo er das so ein bisschen aufarbeitet. Und ich finde wirklich, er hat dort ein paar ganz gute Punchlines drin. Ja. Was ist für dich der beste Witz? Ich kann mir eben keinen Witz merken. Das ist ein Problem. Ich glaube, der war von Peach letztens, ich weiß es aber gar nicht. Er hat gesagt, was macht ein schwuler Adler nach dem Feierabend? Er fliegt heim zu seinem Horst. ist sehr einfach. Ich habe das nicht ungern. Aber also als Kind, wenn mich jetzt das vor 10, 15 Jahren gefragt hättest, also gut, ich bin ja nicht mehr Kind gewesen, aber wenn mich vor 20 Jahren von mir aus gefragt hättest, dann hätte ich dir jetzt wahrscheinlich gerade etwa 10 erzählen können aus Programm von Marco Rima, von Peach Weber oder von Michael Mittermeier, weil dort habe ich wirklich jeden Abend die CDs gelesen zum Einschlafen und habe also ganze Programme von denen können rezyklieren. Und da ist ja einiges auch hängen geblieben. Ich meine, du hast 3 abendfüllende Comedy-Shows gemacht. Respekt, Hut ab. Comedy ist für mich so Königsdisziplin in der Unterhaltungsszene. Weil es gibt doch mega viele, die das einfach unterschätzen, die denken, ja, ich mache jetzt so ein bisschen Stand-Up-Comedian, bin ich ein bisschen lustig und so, kann ich schnell viel Geld verdienen und ein bisschen Influencer spielen. Ja, ich gebe dir recht, dass es Königsdisziplin ist, weil es ist natürlich in dem Sinn undankbar, du musst Lachen generieren. Du bist abhängig davon, dass das Publikum lustig findet. Darum, also wenn man mich anfragt für einen Abend, jetzt von einer Firma zum Beispiel, und man sagt, man möchte eigentlich nur Moderation, ist es günstiger, als wenn man noch Comedy verlangt. Weil dort verlangen immer noch Schmerzensgeld dazu. Bei Moderation hast du wirklich den Vorteil, du kannst lustig sein, oder? Du kannst mal Anspruch machen, aber es erwartet es niemand. Mittlerweile ist es zwar bei mir auch nicht mehr so, wenn ich einen Abend moderiere, dann erwarten die Leute wie irgendwie auch, dass es dann mal noch ein bisschen lustig wird. Eben, dann buchen sie den lustigen Moderator. Genau. Also ich werde jetzt eher selten für Podiumsdiskussionen buchen. Ich bin gerade zwar kürzlich an der HSG gewesen, wo ich ein Podium geleitet habe zum Thema Influencer, wo dann natürlich auch ein bisschen unterhaltsamer war, hat man mir gesagt, als alle anderen Podien, die sie dort schon hatten. Was aber nicht nur an mir, sondern auch an den tollen Gästen gelegen ist. Also natürlich, es ist aber auch etwas vom Schönsten, wenn man Leute zum Lachen bringt. Also das definitiv. Und gibt es aber gleich deiner Meinung nach Sachen, über die man keinen Witz machen sollte?
Grundsätzlich nein. Ich finde, grundsätzlich darf Humor alles. Es ist immer ein bisschen die Frage, wie kommt es daher und wer macht es? Wobei ich es, wer macht es, da bin ich noch relativ, da bin ich relativ liberal. Also mir ist ehrlich gesagt auch egal, wenn ein gesunder Witz über Kranke macht, ich bin dort total schmerzfrei. Oder wenn ich jetzt blöd gesagt ein Muslimwitz über Juden macht, stört mich das nicht. Im Grundsatz finde ich, hat ja jede Randgruppe, wenn man so will, da zähle ich jetzt alle dazu, hat das Recht darauf, verarscht zu werden, weil dann sind sie irgendwie in der Mitte von der Gesellschaft angekommen. Und ich finde halt einfach immer, Witz, wo auf Kosten von jemand anderem gehen, das ist bei den meisten Witz der Fall, da muss man sich einfach vorher überlegen, lohnt sich das? Ist es, ja, man verletzt immer irgendwo ein bisschen jemanden. Es ist halt immer, es ist immer eine persönliche Sache. Darum, es gibt ja nicht einen allgemeingültigen Regel, darum kann sich ja der Blick irgendwie jede dritte Woche mal über irgendeinen Joke aufregen und die Welt und die Schweiz regt sich mit auf. Das ist halt bei Comedy der Fall und mit dem muss man ein bisschen leben. Jeder hat dort eine individuelle Grenze. Gehen wir ein bisschen allgemeiner. Was heisst für dich Glück? Glück ist eigentlich sehr nah beim Erfolg, wenn man so will. Also, dass es wirklich eigentlich heisst, jeden Tag können das zu machen, was man will. Und beim Glück kommt dann wahrscheinlich einfach noch dazu, dass man sich kann glücklich schätzen, wenn man ein gutes Umfeld hat. Man kann sich glücklich schätzen, Schweizer zu sein. Da kann man ja nicht stolz drauf sein. Ich höre das immer, wenn ich bin stolzer Schweizer, so, dann finde ich, du hast gar nichts gemacht dafür. Also, du hast einfach huere Schwein gehabt, dass du im geilsten Land der Welt geboren worden bist. Jetzt kannst du einiges dazu beitragen, dass das so bleibt. Aber also stolz kannst du eigentlich nicht drauf sein, sondern du hast einfach Glück gehabt, ja, in so einem wohlhabenden und tollen Land aufzuwachsen. Büssi, vor 3 Wochen hast du dich verlobt. Gratulation, ja. Meinerseits. Danke, danke. Was ist wichtiger, Geld oder Liebe? Natürlich die Liebe, wobei Geld macht natürlich auch die Liebe manchmal einfacher. Aber es ist... Sie hat es jetzt nicht gehört. Nein, gut, das ist jetzt nicht auf sie bezogen gewesen, sondern grundsätzlich, weil ja, von Liebe allein lebt man dann auch nicht. Also das hast du auch nicht gegessen, das wissen wir alle. Du hast sie vorhin angesprochen, in so einer geilen Heimat sind wir beide aufgewachsen, das ist ein riesiges Glück, das wir haben. Was bedeutet die Heimat? Heimat ist wirklich einfach das schöne Gefühl von heimkommen. Also ich gehe wahnsinnig gerne in die Ferien und habe aber eigentlich nie Mühe mit heimkommen. Also der Moment, wo ich in Zürich am Flughafen lande und irgendwie, erstens ist schon einfach der Flughafen sauber und super, das Gepäck kommt sehr schnell und nachher gehe ich auf ein ÖV-System, das funktioniert und fahre heim oder nehme es überteuertes Taxi und dann weisst du wieder, okay, ich bin irgendwie daheim und man fährt da an schönen Landschaften vorbei und gerade ich habe jetzt das grosse Privileg, wenn man fürs Fernsehen unterwegs ist oder auch fürs Radio, haben wir die Schweiz-Tour jetzt mit dem Manu Rotmund auch 1-2 Mal gemacht. Da kommst du in alle Ecken von der Schweiz und wir haben ein unglaublich schönes Land. Und ja, das erfüllt einem wirklich das Herz. Auch wenn man selber nichts dabei zugetragen hat, ja, kann man einfach dankbar sein. In Zeiten von Webcams in Radiostudios sieht man immer wieder die nickenden oder taktklopfenden Moderatoren. Was ist deiner Meinung nach der beste Song, der je geschrieben worden ist? Weißt du, wo so beim Moderieren so voll kannst du dazu abgehen? Damit ich mir das länger kann überlegen, lenke ich jetzt noch schnell ab zum Thema Webcams. Ich finde das eine von den dümmsten Erfindungen, Webcams im Radio, weil es nimmt genau die Magie, die ich vorher beschrieben habe. Oder? Ich finde das jetzt okay am Morgen bei uns, oder? Wenn das noch auf SRF 2 läuft, ja, da läuft auch etwas. Aber jetzt gerade bei Manu und mir am Mittag, da haben wir dann manchmal auch einfach 3 Songs am Stück und dann schwätzen wir schnell miteinander und irgendwie etwas vorbereiten oder dann schnell am Handy irgendwie etwas checken und so. Und die Leute haben dann das Gefühl, die hocken einfach rum und machen nichts, oder? Und ich finde, das nimmt die ganze Magie vom Radio ein bisschen. Das finde ich eigentlich auch schade. Mein Online-Chef hasst es, wenn ich das sage, weil die Zahlen sind sensationell. Also die Leute lieben Webcams im Radio. Sie wollen wirklich sehen, wie die Leute aussehen und was sie machen. Der Büssi sieht nämlich gut aus. Nein, das nicht. Das ist mehr der Manu Rotmund. Er ist bei uns fürs Optische zuständig in der Sendung. Das haben wir gut aufgeteilt. Der beste Song, der je geschrieben worden ist, kann das so ehrlich gesagt nicht sagen. Wahrscheinlich ist es irgendetwas von Macklemore. Wie findest du bei dieser Terminfülle, bei diesem vollen Terminkalender, deine innere Balance? Ich mache mir immer wieder so kleine Inseln. Also wirklich, zum einen sind das Ferien. Also ich buche Ferien immer schon hure früh. Weil dann weiss ich immer, für was ich arbeite. Bei jedem Auftrag, den ich annehme, weiss ich, geil, das geht jetzt alles aufs Konto, damit ich nachher dort und dort hin kann. Das ist wirklich so, ich
gebe gern das Geld auch wieder aus. Also ich bin nicht so einer, der es jetzt wahnsinnig zurückgelegt. Ich werde das dann vielleicht wahrscheinlich irgendwann mal bereuen, aber ja, wenn ich jetzt morgen müsste gehen, kann ich wie sagen, hey, ich bin ja so viel schöner Ort gewesen auf der Welt. Das sind meine kleinen Inseln und die geben mir auch wieder wahnsinnig viel Energie. Wobei ich ja das Arbeiten in der Ferien meistens auch nicht ganz sein lasse, eben weil es halt auch einfach kein Arbeiten ist. Andere lesen das Buch, ich finde es dann lustiger, ein Video zu machen. Video, geiler Steilpass. Du hast schon vieles gemacht, aber der Film von dir ist noch nicht rausgekommen. Wenn man einen Film über dein Leben machen würde, Büssi, welche Momente sollte der auf jeden Fall enthalten? Alle. Das gibt aber einen langen, hä? Ja, und das wäre auch eine schöne Mischung zwischen der Liebesstory, natürlich irgendwie eine Showbiz-Story und gleichzeitig ein Porno. Auch das kommt vor in meinem Leben. Also von dem her, ich glaube, das wäre eine wahnsinnig tolle Filmmischung. Wenn du als Tier wiedergeboren wirst, für welches Tier würdest du dich entscheiden? Für ein Büsi? Nein, hat einen Moment gebraucht, bis ich ihn geknallt habe. Dann wäre ich, glaube ich, gerne mein Hund. Die Foxy hat ein unglaublich geiles Leben. Und irgendwie, zumindest kann ich jetzt nur aus meiner Worte reden, wenn du irgendwie einen Besitzer hast, wo du einfach kannst anlaufen und herzig reinschauen und schon wirst gestreichelt, ist das, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Leben. Du in 10 Jahren? Ja. Also... Babywagen umstoßen. private Planungen sind immer klar vorhanden. Aber also gerade was private Planung geht ja auch mit der beruflichen irgendwo einher. Nur das Problem bei meiner beruflichen Planung ist, du kannst nichts planen. Oder? Da kann ich jetzt morgen irgendwie kann ich in einer Moderation irgendwie mich komplett verlieren und lasse irgendeinen Scheiß raus. Klar, die Chance ist klein, aber es könnte passieren. Und dann bist du weg. Oder? Und dann musst du etwas Neues suchen. Und dann musst du auch die private Planung plötzlich wieder neu machen. Darum, ich habe in meinem Leben noch nie geplant. Ich bin jetzt eh schon weitergekommen, als dass ich je gedacht habe. Und von dem her mache ich einfach weiter. Ich arbeite fleissig und schaue, was auf mich zukommt. Und da kommt sicher noch einiges. Du bist mit Herzblut und Passion bei deiner Arbeit unterwegs. Wie sieht bei dir ein gelungener Feierabend aus? Ein Sushi, halbstellt, mit einem Glas Rotwein und Netflix Binge-Watching. Das ist ganz klar definiert und das kommt auch öfters genau so vor. Meistens am Sonntag. der Sonntag ist wirklich ein bisschen unser Sushi- und Netflix-Abend, ja, tatsächlich. Wir haben jetzt bald eine halbe Stunde geschwätzt. Wenn jetzt du 30 Sekunden hättest, wo du die ganze Welt zuschauen würde, oder zuhören vor allem, du hättest die ganze Aufmerksamkeit von unserem Planeten auf dir. Was würdest du sagen oder machen? Ich wüsste es nicht. Ich glaube, ich wäre am Arsch. Also wirklich, ich hätte keine Ahnung, was ich würde sagen oder machen. Man könnte dann natürlich weltverbessernde Statements von sich geben und so. Ob man die dann mir abnimmt, bin ich jetzt doch schwer am Zweifeln. Also jetzt komplett unvorbereitet wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was sagen. Was möchtest du an dieser Stelle noch den Zuhörerinnen und Zuhörern von Salis trifft noch auf den Weg geben? Macht das, was euch glücklich macht. Das ist zum einen wirklich ein gut gemeinter Rat. Zum anderen ist mir auch bewusst, dass es für gewisse wie ein Hohn klingt. Also gerade, wenn du irgendwie vierfacher Familienvater bist und einfach deine Familie willst durchbringen, kannst du schon einen kommen und sagen, mach doch zwei Jobs, dann hast du es irgendwie ein bisschen schöner. Da ist mir auch bewusst, dass es Menschen gibt, die das Privileg, das ich nicht habe. Und umso dankbarer bin ich, dass ich das habe. Aber mein Respekt vor Leuten, die eben eine vierköpfige Familie durchbringen, ist viel, viel grösser als jemand, der es geschafft hat, irgendwie Samstagabend Primetime im Schweizer Fernsehen zu moderieren. Das sind auch nette Menschen, aber das ist ja am Ende des Tages nicht das Glück der Welt. Das trifft mich ja selber auch. Also ich bin nicht in dem Sinn stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich bin dankbar, dass ich das machen darf, weil es mir hohe Freude macht. Aber es gibt durchaus Menschen, also eigentlich die Mehrheit der Menschen, die wahrscheinlich gescheitere Jobs macht als ich und viel zu wenig Anerkennung bekommt. Es war ein riesen Ehre, Büssi, können mit dir hier zu plaudern im Studio von SRF 3. Danke dir fürs Vorbeikommen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Glück und Erfolg auf allen deinen Wegen, privat oder beruflich. Das ist lieb, danke. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.